Hallo, Markus Dahn hier. Was wir hier sehen, ist ein Ausspruch, eine Aussage vom deutschen Wirtschaftsminister, Herrn Habeck, ja, dass die deutsche Wirtschaft sich dramatisch schlecht entwickele. Und er hat ausnahmsweise mal recht mit dem, was er sagt. Und ich möchte in dem Video einmal einige weniger bekannte oder mehr bekannte Tatsachen aufweisen und eine Zusammenführung dessen zeigen und vielleicht die eine Ursache, die hinter dem Ganzen steckt, aufzeigen, die meiner Meinung nach offen vor uns liegt, ohne dass wir den Wald sehen. Ja, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist quasi offensichtlich, aber schauen wir uns das einmal an. Um das Ganze darzulegen, möchte ich auf ein Werkzeug aus der Kriminalistik zugreifen. Das ist die sogenannte Wabenanalyse. Also ich möchte jetzt da jetzt nicht näher drauf eingehen. Die Quintessenz der Wabenanalyse ist im Prinzip folgendes, dass man sich fragt, cui bono, ja? Wem nutzt es? Wer hat etwas von dem Ganzen? Und sehen wir uns einmal als erstes noch einmal die Aussage von Herrn Habeck an und schauen wir mal, was Herr Habeck noch so gesagt hat. Gibt es eine interessante Aussage von ihm? Und das sieht man hier in einem Interview 2018 aufgenommen. Ganz kurz, worum es da geht. Ich habe dir ein kleines Assoziationsspiel mitgebracht. Alright. Ich sag dir Stichwörter und du sagst mir in einem Satz, was dir dazu spontan einfällt. Alright, ja. Klingt ja super. Schauen wir mal, was ihm da in einem Satz dazu spontan einfällt. Und zwar zum Thema Volksverräter. Ist ein Nazi-Begriff. Es gibt kein Volk und es gibt deswegen auch kein Verrat am Volk, sondern das ist ein böser Satz, um Menschen auszugrenzen und zu stigmatisieren. Okay, da haben wir es. Es gibt kein Volk, also gibt es auch keinen Volksverrat, also kann man sich auch nicht schlecht fühlen. Okay. Und jetzt schauen wir mal an, was die Konsequenzen von so einer Einstellung in der Politik ist. Wir haben die Konsequenzen gesehen, die Wirtschaft entwickelt sich schlecht. Schauen wir mal, wie schlecht sich das Ganze entwickelt. Es gibt nämlich 4 Anzeichen des Untergangs und es gibt eine Ursache, die ich aufzeigen möchte. Und das erste Anzeichen des Untergangs Deutschlands, vielleicht sogar Europas, eigentlich auch Europas, ja, weil wie ein guter Freund von mir schon seit Jahren sagt, ja, wir verwalten hier in Europa den Untergang. Das Schiff sinkt und jetzt schauen wir nur, dass das alles geregelt den Bach runtergeht. Ja. Das erste sind die hohen Energiepreise. Hohe Energiepreise, wer ist schuld? Natürlich der Putin ist schuld. Wer soll sonst sein? Ist ja ganz klar. Es hat nichts mit unrentablen Windkraftwerken oder Solarkraftwerken zu tun, hat nichts mit dem Ganzen zu tun. Es ist der Putin. Ja, weil der Putin gibt uns kein Erdgas oder wir wollen nicht vom russischen Erdgas abhängig sein. Und die Folgen sieht man eigentlich hier, ja, dass die Strompreise, die Strompreise, die bei den Kunden ankommen, nach oben gehen. Die Wahrheit ist, dass die Strompreise weit höher sind, weil das, was der Endkunde, was wir, die Bürger bekommen, das sind geförderte Preise. Ja, in Wirklichkeit ist das weit teurer. Wir kaufen mittlerweile weit überteuertes LNG-Gas nicht aus Russland, sondern aus den USA. Und auch hier einer der Gründe, warum wir auf das russische Gas verzichten, um nicht in die Abhängigkeit Russlands zu gelangen. Ja, jetzt sind wir in die Abhängigkeit von USA gelangt. Ja, weil der Präsident Biden hat gesagt, ja, jetzt müssen wir mal die LNG-Gasexporte etwas einschränken, um die eigene Situation quasi etwas besser zu beleuchten. Ja, also vom Regen in die Traufe, absoluter Nonsens. Ja, wenn Deutschland energieunabhängig werden will, gibt es nicht viele Lösungen. Die eine ist Atomenergie. Ja, mittlerweile hat das auch die EU erkannt und hat die Atomenergie als saubere Energie eingeordnet, was es meiner Meinung nach auch ist. Ja. Und natürlich billiges Pipeline-Erdgas aus Russland, was wir ohnehin beziehen. Nur halt nicht über Russland, sondern teuer eingekauft über Türkei, über Drittländer. Ja, nennt sich Parallelimport, by the way. Ja, Russland ist unter Sanktionen, daher kaufen wir es nicht direkt von Russland, sondern wir kaufen es über Umwege ein. Ja. Klassischer Parallelimport. Apropos Gaspipeline. Ja, die Schweden stellen die Untersuchungen zur Explosion der Nord Stream Pipeline ein. Ja, wer könnte es gewesen sein? Sie sind draufgekommen, okay, es sind keine Schweden involviert, also interessiert uns das Ganze nicht. Ja, vielleicht sind die auch auf was anderes draufgekommen, dass einer ihrer Partner in dem Ganzen involviert war und sie das dann auch vielleicht deshalb eingestellt haben. Mittlerweile dürfte so ziemlich jeder wissen, wer einer der Haupt- oder wenn nicht der Hauptakteur hinter dem Ganzen war. Er wird eben nicht benannt. Ja, die 3 Buchstaben werden nicht benannt. Was ist ein weiteres Zeichen des Untergangs? Das sind die reduzierten Exporte nach China. Deutschland ist der
Exportweltmeister gewesen, ja, um in der Vergangenheitsform zu reden. Ja. Wenn man sich die Zahlen anschaut, China war einer immer schon, lange Zeit war der wichtigste Exportpartner Deutschlands, vor allem für den Hauptexportschlager, deutsche Autos. Ja. Jeder fährt gern Mercedes, BMW, Porsche, sieht man überall auf der Welt. Und es ist jemandem ein Dorn im Auge, ja, jemandem, dem das nicht gefällt. Und der sagt, Freunde, also dieser jemand ist die USA, der sagt, Freunde, ihr dürft nicht von China abhängig sein zu den Exporten. Ja, das ist nicht gut für euch, wenn ihr zu viel nach China exportiert. Ja, reduziert eure Exporte nach China, weil die sind so böse. Ja, die Chinesen tun da die Uiguren unterdrücken, haben keine Menschenrechte, bla bla bla. Ja, das ist ein anderes Thema. Das ist ganz ein anderes Thema, ob das stimmt oder nicht. Und es gibt einen Nutznießer bei dem Ganzen, wie gesagt, immer Ki Bono. Aber das ist ein Grund für den Abwärtstrend. Man kann es sehen, wie man es will. Und Ziel von jemandem ist, dass die Exporte nach China reduziert werden. Ein weiterer Punkt sind die gestiegenen Militärausgaben. Ja. Das große Ziel ist mehr in die Rüstung. Ja. Deutschland soll sich schützen. Ja. Die große Preissorge ist vor wem? Ja. Man sagt immer Russland, Putin wird, wenn er die Ukraine eingenommen hat, dann geht er nach Polen, dann geht er nach Deutschland weiter. Ja. Wo sind die Beweise dafür? Wo sind die Indizien dafür? Wieso soll Russland das machen? Russland ist das größte Land der Welt, flächenmäßig. Die brauchen nicht noch mehr Land in Polen, in Deutschland. Die brauchen das einfach nicht. Das mit der Ukraine ist eine andere Sache. Die machen das nicht wegen dem Land, sondern die machen das wegen den russisch sprechenden Bürgern dort. Aber noch einmal, das ist eine andere historische Geschichte, was da in der Ukraine abläuft, über die ich nicht reden darf, by the way, ja, ohne Gefahr zu laufen, dass das Video gesperrt wird. Muss man sich ein bisschen nachdenken, muss man sich selbst fragen, ja, was die Rechtsstaatlichkeit und freie Meinungsäußerung, wie es darum bestellt ist in Deutschland. Aber es gibt große Hinweise dafür, dass die Verteidigungsausgaben steigen sollen und auch, dass der Verteidigungsminister Pistorius allen voran, dass er mehr Geld fürs Militär haben möchte, was vielleicht gar nicht grundsätzlich nicht so schlecht wäre, weil ich habe von Freunden gehört, die Lage des deutschen Militärs ist katastrophal, aber noch einmal, ja, schützen vor wen? Ich bin ein großer Unterstützer davon, dass das Militär, wenn es zu Katastrophen innerhalb des Landes kommt, Naturkatastrophen und so weiter, da muss das her rein, die Jungs haben das Material, um solche Sachen zu bewältigen, aber gegen wen soll man Krieg führen? Österreich? Naja, wenn man das so betrachtet, muss das österreichische Militär aufgestockt werden. Ja. Also funktioniert das ja nicht. Europa ist die meisten bekriegte Gegend historisch der Welt, der letzten 2000 Jahre. Es hat kurze Phasen des Friedens gegeben, ja, unter dem Römischen Reich, nach dem Zweiten Weltkrieg auch. Und sonst war die permanent Krieg, fast durchgehend. Und ja, ich bin ein großer Fan, die EU ist gegründet worden mit dem Ziel, dass es keinen Krieg mehr in Europa gibt. Ja, ja, deshalb das mit den Verteidigungsdingen. Und wenn es soweit ist, dann bin ich eher dafür, dann soll Deutschland Atomraketen bauen und wenn irgendwer angreift, beschießt man das mit Atomraketen. Da bin ich ja für Österreich dafür, dass Österreich Atomraketen hat. By the way, also wenn wir schon so weit sind, ja, um die Neutralität zu verteidigen, ja, die mittlerweile weg ist. Auch das ist ein Grund zur Traurigkeit. Und dann gibt es noch einen letzten Grund, ein letzten Anzeichen für den Untergang, und zwar, das ist der Verlust der internationalen Glaubwürdigkeit. Die Situation war, ich meine, Deutschland war früher, in den letzten 30, 40 Jahren, war ein gern gesehener, nicht nur Verhandlungspartner, nicht nur deutsche Technologie wurde nicht nur gerne aufgenommen. Deutschland hat in mehr als einem Fall erfolgreich vermittelt zwischen zwei Streitparteien. Und ich finde, das ist absolut super und so soll es sein, von Österreich nicht zu reden. Ja. Und sehen wir uns mal an, wie es dazu gekommen ist. Ja. Wir hatten eine rechtsbasierte Weltordnung. Rechtsbasierte Weltordnung bedeutet, es gibt internationales Recht. Ja, es ist alles nach dem Zweiten Weltkrieg, 1947 ist das alles niedergeschrieben worden, wer was darf, wann man angreifen darf, wann man einen Krieg führen darf, wann man sich verteidigen darf und, und. Steht alles, es gibt alles. Ja, und da gibt es auch den Grundsatz der Gleichheit vor dem Recht. Ja, alle Staaten sind gleich. Und man hat sich darauf geeinigt, dass Konflikte in erster Linie durch Gerichte, durch Recht gelöst werden sollen. Und wenn ein Staat etwas macht, was er nicht machen darf, ja, wird er vor den Internationalen Gerichtshof gestellt und dort werden Sanktionen verhängt. Ja. Das war die Grundannahme nach dem Zweiten Weltkrieg.
super, hat relativ lang mehr oder weniger funktioniert. Hat eigentlich nicht so lang funktioniert, aber wurscht, hat vergleichsweise lang relativ gut funktioniert, solange es zwei Gegenpole gegeben hat, solange es die bipolare Welt gegeben hat, USA, Russland. Dann hat's dann ist der eine Teil runtergefallen, ja, abgefallen, Russland hat sich zersplittert, alles was wie es ist. Und das Ganze ist von einer rechtsbasierten Weltordnung in eine regelbasierte Weltordnung gelangt von, und wir sind jetzt in dieser regelbasierten, die sich in eine quasi wertebasierte Weltordnung umwandelt. Man hört die ganze Zeit, wir sind in einer regelbasierten Weltordnung, die regelbasierte, die wertebasierte, es gibt die Werte, die Demokratie, bla 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 bla, ja. Die Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit. Das Problem ist eins, die Werte sind die Werte des Westens. Und es gibt einen großen Nutznießer davon, aber diese wertebasierte Weltordnung gilt nur dann, wenn es einer Seite dient. Wenn es dieser Seite nicht dient, dann gilt die wertebasierte Weltordnung oder die regelbasierte Weltordnung nicht. Ja? Es gelten die Regeln einer Seite und alle anderen werden ignoriert. Und das mag funktioniert haben, als es die Bipolarität gegeben hat, also die rechtsbasierte Weltordnung, die regelbasierte mag funktioniert haben, solange die USA die alleinige Weltmacht waren, aber die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch, die Sachen haben sich geändert. Und ich komme noch einmal zurück zum ursprünglich gefragten, zur großen Frage Kibono. Ja, wem nutzt es? Es gibt dazu eine interessante Aussage von Henry Kissinger, der gesagt hat, der Feind der USA zu sein ist gefährlich, ihr Freund zu sein ist tödlich. Ja, und damit habe ich eigentlich die Katze aus dem Sack gelassen, ja, weil die gesamte regelbasierte Weltordnung nutzt in erster Linie den USA. Wir, Deutschland, alle anderen, wir sind Vasallen der USA. Wir sind Untergebene der USA. Es ist nicht im Interesse der USA, eine zweite Macht aufkommen zu lassen. Es ist nicht im Interesse der USA, dass die EU stark ist oder dass Deutschland stark ist. Es ist nicht im Interesse der USA, dass Deutschland jetzt irgendwie groß aufrüstet hin und her. Die USA hat in der NATO das stärkste Sagen, weil die am meisten zahlen. Ja, wenn jetzt jemand anderer reinkommen würde, wie Russland zum Beispiel, ja, es hat, wie wir wissen jetzt, es hat die Frage gegeben, ob Russland nicht der NATO beitreten könnte. Ich meine, das wäre ja absolut super, sondern alle unter einem Dach, dann gibt es keinen Krieg und fertig. Ja. Der große russische Feind, der böse Bär, ja, das ist Propaganda, die noch nach dem Zweiten Weltkrieg nacheilt, die nach dem Kommunisten noch nacheilt. Doch das Russland von heute hat mit dem Russland, hat mit Stalins Russland nichts zu tun. Russland heute ist eine moderner Staat mit westlichen Regeln. Okay, der Korruptionsindex ist etwas höher, ja, so wie der von der Ukraine. Wenn man sagt, die Ukraine vertritt demokratische Werte, die Ukraine vertritt europäische Werte, Ukraine ist gleich hoch am Korruptionsindex wie Russland, die sind an gleicher Stelle praktisch, ja. Das kann ich gleich mal zeigen. Das sieht man da. Das ist der Korruptionsindex. Wenn man sich 2020 ansieht, Russland ist an 129. Stelle, Ukraine 117. 2021, 2021, Russland an 136. Ukraine an 122. Stelle. Ja, also da hat der Krieg angefangen. 22 hat der Krieg angefangen, ja. Ukraine 116. Schau, die Ukraine ist im Krieg weniger korrupt geworden, ja. Das ist ja super. Russland ist mehr korrupt geworden, ja. So funktioniert das, ja. Nichtsdestotrotz, was ich damit sagen will, ist, die sind beide mega korrupt, ja. Das kannst, wo sind da die europäischen Werte? Aber wenn man dann sagt, okay, Demokratie, ja, da wird eine von der Leyen bestellt, ja, als führendes EU-Mitglied, ja, von niemandem gewählt, da Korruptionsvorwürfe noch und nöcher, also das ist sehr ähnlich wie in der Ukraine, wo politische Oppositionsparteien verboten werden, wo die Kirche, christliche und religiöse Gruppen verboten werden, wo Wahlen abgeschafft werden. Ja, das sind nicht so unbedingt, oder das sind vielleicht die europäischen Werte, die wir da haben. Ja.
Weil in der EU läuft es ja nicht unbedingt so demokratisch ab. Und wenn man sich das alles ansieht, wenn man die ganzen einzelnen Punkte zusammenzählt, ja, die hohen Energiepreise, wer profitiert davon? Qui bono, wem nutzt es was? Ja, nicht Europa, nicht Deutschland, es nutzt der USA. Ja. Die reduzierten Exporte nach China, nutzt es Deutschland? Nein. Europa? Nein. Es nutzt der USA. Gestiegene Militärausgaben, nutzt es Deutschland? Nein. Europa, großes Fragezeichen. Aber die USA nutzt, weil Deutschland, Europa muss mehr Geld fürs Militär rausgeben und kann das nicht in die Wirtschaft stecken, kann es nicht in die sozialen Systeme und so weiter stecken. Ja. Verlust der internationalen Glaubwürdigkeit hier, ja. Bringt das Deutschland was oder Europa? Nicht wirklich. Die USA profitiert von dem regel- respektive wertebasierten System. Und wenn man sich das Ganze anschaut, ist es so wie in einer Art ungesunden Beziehung, in der man zusammen ist, ja, wo die Frau quasi von ihrem Mann geschlagen wird und sie aber trotzdem bei ihm bleibt. Ja. Und mittlerweile hat sich das europäisch-US-Verhältnis genau dorthin entwickelt, ja, dass wir in einer schlechten Beziehung sind. Und das hat zu folgender Frage geführt, oder das führt zur folgender großen Frage. Hans, are we the baddies? Are we the baddies? Sind wir die Bösen? Sind wir die Bösis? Sind wir die Bösis? Sind wir auf der falschen Seite der Geschichte? Und es gibt Anzeichen darauf, dahingehend, dass es genauso ist. Was sind die Lösungen? Ja, es ist leichter, böse zu schimpfen über alles, aber was kann man tun? Ich habe mir einige Sachen überlegt und ich möchte einfach meine Ideen hier kundtun und ich bitte Sie einfach, Ihre Ideen auch unten in die Kommentare reinzuschreiben, was Sie wie Sie das Ganze sehen. So, die erste offensichtliche Lösung, hätte man gesagt, sind Wahlen. Das Problem ist eins, ja, man sagt immer, wir sind in einer Demokratie. Das Problem ist, wir sind in keiner Demokratie, wir leben in einer Republik. Ja, das heißt Bundesrepublik Deutschland, Republik Österreich. Und Republik bedeutet, dass die Macht nicht vom Volk ausgeht, sondern vom Volk gewählten Vertretern ausgeht. Es gibt kein Volk und es gibt deswegen auch kein Verrat am Volk. Ja, das Problem ist, dass die vom Volk gewählten Vertreter nicht das Volk vertreten, nicht die Interessen des Volkes vertreten. Es gibt kein Volk. Das ist ein ernsthaftes Problem, nicht nur in Deutschland, auch die ganzen Strukturen. EU-Recht gilt über deutschem Recht, über österreichischem Recht und, und. Also das ist keine so gute Basis. Ja? Alle zentral regierten Länder der letzten 100 Jahre, Russland, Jugoslawien und so, sind zerfallen. Es hat keines, was funktioniert. Die USA hat 2 Bürgerkriege gebraucht und 200 Jahre, dass das Ganze so halbwegs irgendwo hinkommt. Ja? Das heißt, mein Vorschlag, gehen Sie aktiv in die Politik. Ich persönlich, es gab eine Zeit, wo ich mit den Grünen sympathisiert habe, wo ich gesagt habe, hey, das ist eigentlich super cool. Und auf der anderen Seite, welche Vollidiot ist denn dagegen, dass man die Umwelt zerstört? Ja, so ist es hier nicht. Ja? Mittlerweile sind die vollen Kriegstreiber. Und wenn Sie aber mit den Ideen der Grünen oder wenn Sie die Grünen wählen, aber nicht hinter deren Ideen stehen, gehen Sie in die Politik. Es gibt in jeder Stadt, in jedem Ort gibt es Versammlungen, regelmäßige Versammlungen von den jeweiligen Parteien. Gehen Sie dorthin, melden Sie sich in die Partei an und werden Sie aktiv in der Struktur und üben Sie Druck von unten aus. Holen Sie Freunde rein, ja, und üben Sie Druck auf die Leute aus, wenn sie mal in der Politik drinnen sind und wenn sie langsam die Stufen hochklettern, ja, kommen sie zu den Leuten in Kontakt, die mehr an der Spitze sind und üben sie verbalen Druck auf diese aus. Ja, sagen sie, hey du, was machen wir da? Wieso beteiligt sich Deutschland an Sachen, die eventuell die völkerrechtswidrig sind, die eventuell die Genozidabsichten unterstützen, die mindestens Kriegsverbrechen unterstützen, wieso liefern wir dort noch Waffen hin und und. Ja, da gibt es eine Menge Sachen, die man fragen kann und wo Fragen offen sind. Ja. Und natürlich auch Druck auf Medien und Presse. Medien und Presse, ich möchte nicht sagen Lügenpresse, das ist ein böses Wort, aber mir fällt kein besseres ein. Ja, für das, es ist jetzt, die lügen jetzt nicht unbedingt, sie sagen nicht alles. Sie sagen nicht alles. Ja, zum Beispiel jetzt der jüngste Angriff Irans auf Israel. Ja. Was nicht gesagt wird, war, was vorher passiert ist. Ja, es hat vorher, ein paar Tage, eine Woche vorher, einen Angriff Israels auf eine iranische Botschaft gegeben. Ja, was absolut völkerrechtswidrig ist, was sogar die Israelis selbst in Wien unterzeichnet haben, dass das illegal ist. Ja, eine Botschaft ist das Territorium, ist das Gebiet des jeweiligen Landes. Ja, das ist so, wie wenn du eine Bombe nach Iran schickst. Ja, und genau das haben die gemacht. Und
Das Völkerrecht sagt auch, dass sich das angegriffene Land verteidigen darf. Und genau das hat der Iran gemacht. Der Iran hat angekündigt, dass er sich verteidigen wird, hat gesagt, warum er das macht. Er hat den Artikel erwähnt, 51, glaube ich, vom Völkerrecht, der besagt, du darfst dich verteidigen, wenn du angegriffen wirst. Und die haben das gemacht. Und alle sagen, ja, auf die Verhältnismäßigkeit, 300 Raketen. Freunde, beim israelischen Angriff sind 13 Leute ums Leben gekommen, 2 Generäle, Rest Zivilisten. Beim iranischen Angriff ist kein einziger ums Leben gekommen. Und die Iraner haben nur militärische Ziele angegriffen und haben das vorher gewarnt und und. Also man kann, das ist keine, der israelische Angriff war unverhältnismäßig. Ja. Aber okay, das ist meine persönliche Sichtweise. Und sie haben das Recht, Druck auf die Medien auszuüben und sagen, Freunde, wieso wird das so einseitig berichtet? Was ist mit dem, was vorher passiert ist? Und worst case, was sie spüren, ist die Brieftasche. Rufen sie dort an und sagen, Freunde, wegen der oder schreiben sie denen einen Brief, ich kündige mein Abo bei ihnen, weil die Berichterstattung unfair ist, nicht einfach, weil die journalistischen Grundprinzipien missbraucht werden, bla 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 bla. Gibt es verschiedene Gründe, bleiben sie bei der Wahrheit. Ja. Der Himmel und die Hölle haben sich zusammengetan, auf dass die Wahrheit zum Tageslicht kommt, ja, sagt mein Vater. Aktionismus, das ist das, was sie macht, ich sage mal, was die Linken sehr gut, in denen die Linken sehr gut sind, vor allem online, ja, tun sie sich mit anderen Gleichgesinnten zusammen und gehen sie zum Aktionismus über. Machen sie Aktionen. Alles legal, alles, was legal ist. Aber in der Gruppe, apes together strong. Ja? In der Gruppe ist man stark. Ken Jebsen hat eine super Idee gemacht. Also ich finde, das ist absolut genial. Schaut, das wird natürlich, solche klugen Stimmen werden natürlich niedergehalten. Ja? Er hat gesagt, die Wahlprogramme der jeweiligen Parteien müssen verpflichtend sein. Ja? Weil was passiert? Vor der Wahl ist das eine, nach der Wahl wird kommt die Maske zu, die Wahrheit ans Tageslicht. Also, die zeigen ihre wahre Fratze, ja, sozusagen. Ja. Und das Gleiche, und sein Vorschlag ist eben, das muss verpflichtend sein. Und wenn nicht, dann gibt es halt strafrechtliche Konsequenzen. Und das ist meiner Meinung nach, ist eines der Hauptprobleme, was wir haben, dass die Politiker nicht für ihre Taten haften. Ja. Und das ist ein riesiges Problem. Ja, wenn ich als Unternehmer einen Fehler mache, trage ich die Konsequenzen. Wenn ein Politiker mit seinem Verhalten Fehler macht, trägt die Bevölkerung die Konsequenzen. Und man sieht, wohin das führt. Das ist Krieg und Frieden. Ja, Frieden ist so einfach. Wenn es nicht den einen Störenfried gäbe, die USA, die halt ihre Macht erhalten will und Dinge macht, die sie macht. Ja, USA über 80 in den letzten 100 Jahren über 80 gewalttätige Umstürze von Regierungen, Putsch, Revolutionen, Leute umgebracht und. Und. Und Deutschland ist immer noch ein besetztes Land, by the way. Ich weiß gar nicht, wie viele Militärstützpunkte nicht nur in Deutschland sind, auch in Japan und. Die USA ist die größte Militärmacht der Welt, ist aber, finde ich, glücklicherweise am absteigenden Ast. Und die Werte haben sich geändert. Ja, von vor 100 Jahren oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Die ganzen Gesetze und alles, das waren alles Kinder europäischer Auswanderer, ja, heute nicht mehr. Heute ist die USA, die Werte haben sich geändert. Die Werte haben sich stark geändert. Man kann sagen, was man darüber will, wenn man diese Werte will. Ja, und ich meine, das ganze Demokratie, Augenauswischerei, das ist alles, das eine Regeln für dich, andere Regeln für mich. Ja, so funktioniert es leider. Okay, das Ganze nicht noch länger werden zu lassen. Ja, in eigener Sache. Ja. Ich bin so weit gekommen jetzt, ich habe andere Sachen zu tun. Ich bin Unternehmer, es läuft alles super. Aber warum mache ich die Videos? Ich sehe, das Ganze geht zum Teufel. Es geht den Bach runter. Ja? Vor allem, ich bin nicht einmal Deutscher. Ja? Aber ich denke mal, wenn Deutschland am Boden liegt, werden die USA das erreicht haben, was sie erreichen, was einer der Ideen war. Ich zeige das nachher noch ganz kurz. Ja? Das heißt, wenn sie mithelfen wollen, ja, ich suche Leute, die mir beim Videoschnitt helfen. Ich suche Leute, die mir mit Themen helfen, beim Schreiben helfen und, Redakteure. Ja? Und ich suche auch Interviewpartner. Wenn sie ein Insider sind, ja, auch anonym, wenn sie mit mir reden möchten, ich würde gern über solche Themen reden. Es ist meiner Meinung nach viel zu wenig, man erfährt viel zu wenig, man hört viel zu wenig und man muss etwas tun. Es kommen auch andere, der Schmerzpegel steigt langsam bei den Leuten. Das heißt,
Das ist eine gute Art und Weise, dass man zur Tat motiviert wird, ja, dass man den Hintern hochkriegt, ja, wenn der Schmerzpegel steigt. Ja, und der steigt langsam. Und natürlich der Klassiker, wenn Ihnen das Video gefällt, bitte liken Sie es, abonnieren Sie es, teilen Sie es, schreiben Sie Ihre Kommentare unten ran, das ist alles super cool. Und abschließend, was ich versprochen habe, das war der Morgentauplan, by the way. Das war der Morgentauplan und wir nähern uns dem Morgentauplan. Also das war nach dem Zweiten Weltkrieg, haben sich die Alliierten und die USA vor allem überlegt, okay, was machen wir jetzt mit Deutschland? Da hat es verschiedene Pläne gegeben von Sterilisation, Massensterilisation, und das ist kein Scherz, haben die wirklich nachgedacht, bis über den Morgentauplan, der gesagt hat, okay, Deutschland soll in einen Agrarstaat ohne militärisches Potenzial umgewandelt werden. Und zum Glück haben sie sich dann für den Marshallplan entwickelt, wo sie gesagt haben, okay, na, wir bauen Deutschland auf, und das ist dann die Pufferzone zwischen dem Warschauer Pakt und der NATO, und wenn es soweit ist, bomben wir einfach Deutschland mit Atombomben zu, dass die Russen nicht reinkommen. Das war der Plan. Und wir wandern jetzt zum Morgentauplan hin. Ja, Deutschland verwandelt sich in eine Agrargesellschaft. Ja. Vielleicht nicht einmal Agrargesellschaft, vielleicht eher absteigend von der ersten Welt zur zweiten Welt. Ja. Das ist die Situation, da sind wir jetzt. Okay. Also, bitte teilen Sie das Ganze. Schreiben Sie mir Ihre Kommentare, ich freue mich über Feedback und wir sehen uns bald, Ihr Markus da. Haben Sie auch das Gefühl, dass mit unserem Finanzsystem etwas nicht stimmt? Dass die aktuelle Inflation nicht gut sein kann? Oder dass die unglaublich gestiegenen Energiepreise, dass damit etwas nicht stimmt? Und dass unsere Regierung irgendwie nicht genau weiß, was sie tut? Oder schlimmer noch, dass sie genau weiß, was sie tut? Mein Name ist Markus Dahn und ich habe diese Situation seit über 10 Jahren beobachtet und mir über diesen Zeitraum Notizen gemacht. Und diese Notizen habe ich in ein Buch zusammengefasst. Dieses Buch, Die größten Gefahren für Ihr Vermögen, kann Ihr Vermögen retten. Und ich möchte es Ihnen heute schenken. Das Buch wird zurzeit auf Amazon für 24,90 verkauft. Es gibt eine Menge positiver Rezensionen. Was der Haken dabei ist, dazu komme ich gleich. Die Wahrheit ist, es ist nicht Ihre Schuld, dass Sie die Gefahren nicht kennen, die auf Ihr Vermögen lauern. Ich möchte nicht sagen, dass wir absichtlich darüber im Unklaren gehalten werden. Aber wussten Sie beispielsweise, dass es ein Gesetz gibt, welches es Bankangestellten und Vermögensberatern, aber auch Ihrem Steuerberater verbietet, über gewisse Finanzgesetze zu reden? Beispielsweise das SAG. Das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Es ist ein Gesetz, von dem bisher nur die wenigsten etwas gehört haben, welches aber bereits seit Anfang 2015 Anwendung findet. Das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz enthält eine Reihe von Paragraphen, die regeln, wie ein in Schieflage geratenes Kreditinstitut saniert bzw. abgewickelt wird. Das klingt unspektakulär, hat aber für Sie als privaten Anleger weitreichende Konsequenzen. Die Besonderheit dabei ist, dass Bankkunden an Verlusten und Abwicklungskosten der Banken beteiligt werden können. Warum Sie davon nichts gehört haben? Wegen dem § 5 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes. Es ist nämlich eine Verschwiegenheitsklausel und diese verbietet Rechnungsprüfern, Rechtsberatern, sonstigen professionellen Beratern und vielen, vielen mehr überhaupt darüber zu reden. Wer hätte das gedacht? Oder ein anderes Beispiel, die BaFin. Die BaFin ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die BaFin überwacht die Tätigkeit von beispielsweise Finanzdienstleistern oder auch Finanzvermittlern, aber auch die Tätigkeit von Banken und Versicherungen. Wenn ein solches Unternehmen in finanzielle Schieflage gerät, wenn eine Bank oder Versicherung also finanzielle Probleme hat, kommen sie unter die intensive Aufsicht der BaFin. Die schaut dann ganz genau, was die Firma macht. Eine grundsätzlich sehr gute Sache. Es gibt in Deutschland rund 80 Lebensversicherungen. Wussten Sie, dass 20 davon unter intensiver Aufsicht der BaFin stehen? 25% aller deutschen Lebensversicherer sind in einer finanziellen Schieflage. Aber damit nicht genug, denn rund 40 Pensionskassen werden ebenso von der BaFin beobachtet. Und auch hier gibt es ein spezielles Gesetz, und zwar den § 314 des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Der sieht die Rettung des Versicherungsunternehmens vor, und zwar zu Lasten von Ihnen, des Kunden.
Gerät eine Gesellschaft in Schieflage, kann sie Leistungen kürzen. Gleichzeitig ist der Kunde weiterhin verpflichtet, seine Beiträge zu zahlen. Stellen Sie sich das in etwa so vor. Sie zahlen Ihre Krankenversicherung. Aber das Versicherungsunternehmen kommt in eine finanzielle Schieflage, hat finanzielle Schwierigkeiten und Sie werden krank. Und plötzlich zahlt die Versicherung einfach nicht. Und genau das steht in § 314 des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Und Sie müssen weiterhin trotzdem Ihre Beiträge zahlen. Unglaublich, oder? Und das waren nur zwei der Gefahren, die auf Ihr Vermögen lauern. Von Inflation, von den Fallen und Gefahren bei Immobilien, von Schuldeninvestments und vielen, vielen mehr will ich hier gar nicht reden, denn das tue ich in meinem Buch. Und ich verschenke dieses Buch. Echt jetzt? Echt jetzt. Warum mache ich es und wo ist der Haken? Und Sie haben recht, es gibt tatsächlich einen Haken. Also sehen wir uns den einmal an. Ich schenke Ihnen das Buch wirklich. Aber ich bitte Sie, mir bei den Verpackungs- und Versandkosten zu helfen. Das kostet etwa 7 Euro, also genau sind es 6,52, um genau zu sein. Und das ist der Haken. Ich mache es Ihnen so einfach wie möglich. 7 Euro bzw. 6,52 und ich schicke es Ihnen sogar mit der Post zu. Okay, Sie müssen es noch lesen, aber auch dafür habe ich eine Lösung, nämlich ein kleines Hörbuch. Das Ganze als Hörbuch für ein paar Euro mehr. Mehr kann ich wirklich nicht tun. Das ist mein Angebot. Nehmen Sie es jetzt an. Und das Beste an dem Buch ist, dass ich Ihnen nicht nur die Gefahren aufzeige, sondern auch konkrete Lösungen dazu anbiete. Was bringt es, nämlich die Gefahren zu können, wenn man sich nicht davor schützt? Ich zeige Ihnen konkret, was ich persönlich mache. Und das ist das Einzige, hinter dem ich wirklich zu 100% stehen kann, was ich persönlich mache. Nicht, was ich von irgendwem gehört habe, was irgendwer macht. So. Also, nehmen Sie mein Angebot jetzt an. Es sind die besten 6,52 Euro, die Sie investieren können. Sie sparen sich eine Menge, ebenso ohne Risiko. Denn sollte es Ihnen aus irgendeinem Grund nicht gefallen, schicken Sie es einfach zurück und Sie erhalten den kompletten Betrag, die 7 Euro, zurück. Ohne Wenn und Aber. Also, was sind die nächsten Schritte? Sie sehen unter dem Video einen Link. Klicken Sie drauf und Sie kommen auf eine sichere Bestellseite von Digistore24. Füllen Sie da bitte Ihre Daten aus und wenn Sie möchten, klicken Sie auch die Option mit dem Hörbuch an. Das kostet dann etwas mehr, ein klein wenig mehr. Drücken Sie anschließend auf Bestellen und fertig, das war's. Sie erhalten in wenigen Tagen das Buch per Post zugeschickt. Bedenken Sie, wenn Ihnen auch nur ein einziger Tipp hilft, Teile Ihres Vermögens in einer Krise zu retten, und die Krise ist schon hier, dann war es den gesamten Betrag um ein Vielfaches wert. Sie können mir dann später danken. Und ich bitte Sie noch eines zu bedenken. Ob Sie dieses Angebot von mir heute annehmen oder nicht, ändert mein Leben in keinster Weise. Aber es kann Ihr Leben in der größtmöglichen Art und Weise verändern. Ich weiß, dass es kommen wird, der Crash. Und ich zeige Ihnen auch, was auf uns zukommen wird. Und es wird kommen. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, okay, es ist eine Möglichkeit unter vielen. Heute bin ich mir 100% sicher, dass es passiert. Ich weiß nur nicht, wann. Aber Sie müssen handeln. Sie müssen jetzt handeln. Die Zeit ist, wir sind über 5 vor 12. Also, 7 Euro, 6,52 Euro. Besser geht's nicht. Also, klicken Sie auf den Link unter dem Video. Bestellen Sie und wir sehen uns auf der anderen Seite. Ihr Markus Dahmer.